Hallo und herzlich willkommen zurück zu Serasa and the Lost Demon. Ich habe jetzt echt lange gebraucht, um mich zu entscheiden, was ich eigentlich zocken möchte. Ich habe halt die Auswahl im Moment zwischen drei Spielen. Zumindest drei Spiele, die eigentlich mehr. Ich habe ja noch die Wochenendspiele. Aber trotzdem habe ich die Wochenendspiele jetzt erstmal ein bisschen verschoben, weil ich davon genug habe. Und meine Auswahl lag zwischen The Witcher, Hogwarts Legacy und Serasa and the Lost Demon. Auf The Witcher habe ich eigentlich voll Bock, aber ich habe davon so viel schon für aufgenommen, dass ich jetzt erstmal ein kleines Päuschen machen wollte. Hogwarts Legacy bräuchte ich theoretisch, habe ich aber gerade keine Lust zu. Serasa habe ich theoretisch auch schon so viel aufgenommen, dass ich ein kleines Päuschen machen könnte. Und dann dachte ich mir, ach komm, weißt du was? Du bist jetzt in Kapitel 6. Das Ganze soll, glaube ich, 11 Kapitel oder so haben. Mach's so weiter. So oder so ähnlich. Kann ich mit den Dingern hier was machen? Nein. So, was haben wir denn hier? Wenn ihr jemals im Wald unterwegs seid und lautes Gebrüll hört, lauft davon und versteckt euch so schnell ihr könnt. Denn höchstwahrscheinlich habt ihr dann den Jabberwock gehört. Ein Feendrache, wie er mächtiger nicht sein könnte. Der Jabberwock sieht alles als Nahrung an, egal wie groß oder klein. Wenn er euch fängt, wird er euch mit einem Haps auffressen. Früher wurde er wohl in einem Käfig gehalten, aber irgendwie ist er daraus ausgebrochen und sorgt seitdem für Unruhe. Selbst die anderen Feen können ihn nicht kontrollieren. Und oh, und das ist Schlimmste an ihm ist, dass es auch noch Flügel hat. Er kann also fliegen. Dementsprechend schwer ist es, sich von ihm vor ihm zu verstecken. Wenn ihr euch einfach hinter irgendeinem Objekt verkriecht, findet er euch trotzdem. Ihr müsst ein Versteck finden, in dem man euch auch vom Himmel aus nicht sehen kann. Irrlichter mit großen Gegenständen am oder im Kopf müssen besonders vorsichtig sein. Soweit ich weiß, hält sich der Jabberwock meistens irgendwo im Mistralgeäst auf. Mein bester Ratschlag wäre also, sich überhaupt nie dorthin zu begeben. Ja, was soll ich denn sagen? Ich muss. Außerdem, bei meinem Glück muss ich eh gegen den kämpfen, also ist okay. Mir ist übrigens aufgefallen, dass Nintendo einem sogar keinen Anreiz gibt, wirklich alle Sammelgoodies am Ende nochmal zu bekommen. Weil ich kriege ja keine, soweit ich weiß, keine Achievements dafür, irgendwas zu erreichen. Das heißt, mein Elan im Nachhinein nochmal in die Gebiete zu gehen, ist irgendwie nicht so groß. Ist echt schade. Da gibt PlayStation einem durchaus eine. Komm, Serasa. Oh, was mache ich denn? Ich muss hier weg. Ach, Serasa. Ach, komm. Okay, I'm getting punished. Ich würde mal sagen, der Jabberwock. Da komme ich noch nicht durch. Also kriegen wir wirklich noch Eisfähigkeiten. Definitiv. Und müssen Backtracking machen. Wie cool. Nicht. Wo meine Orientierung doch gleich null ist. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass sie so viele Alice-Bezüge mit da drin haben. Der Jabberwock, unersättlicher Feendrache. Ich muss jetzt gegen den Jabberwock kämpfen. Offensichtlich.
Ja. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Oh, no good. He's too strong. Komm, komm, komm. The monster's body was hard as steel. Trisha let out a frustrated growl. Monster's wings were hard as steel. Trisha's claws seemed like toys by comparison. It had found a new target. Sarasa knew she must fight, but she was petrified with fear. Like a hawk hunting mice, the draconic fairy searched for its prey. Cheshire tried desperately to transform, but with Sarasa's magic in flux from fear, his body remained tiny. You pathetic weakling! The cuddly body did not take the edge off his harsh words. Giving in to her fear, Sarasa scooped up Cheshire and ran. They had escaped with their lives, but Cheshire was furious at Sarasa for her cowardly retreat. Sarasa stood silently, fists clenched. More than anything, she was angry at herself for once again succumbing to her fear. Cheshire's attacks didn't make so much as a dent in that monster's armor. Oh, what am I going to do? For once, Cheshire had no mocking retort. He remembered the battle. This was the first time he had tasted defeat, and he did not like it one bit. Just stay out of my way, was all the demon could muster. Lost in despair of her own, Sarasa barely heard his words. Kapitel 7, das Drachennest. Ja nun. You want to find the next elemental core, right? Get going then. Cheshire growled for Sarasa to go. But Sarasa could not muster the strength to say anything back. Es ist so weird, muss ich sagen, wenn man bedenkt, dass Bayonetta einfach badass as hell ist. Da ist gar nichts, oder? Ne, da ist nichts. Und diese und Sarasa einfach total ängstlich. Und man fragt sich, woher ihre Tapferkeit dann am Ende gekommen ist. Next time that thing shows its ugly mug, I'm gonna beat her to a pulp! Er nicht, Cheshire, er nicht. Cheshire shouted his bravado so Sarasa would hear. It did little to quell her worry. I... Ach, Sarasa, komm, du bist so weit gekommen.
Du wolltest stärker werden. Gibt es hier irgendwas für mich? Nö. Ich meine, irgendwann in den in den nächsten Kapiteln muss sie ja zumindest so weit kommen. Oh, eine Feuerdings. Ach, unten zeigt er mir, wie viele Speicherplätze ich habe. 48%. Ich glaube aber nicht, dass das auf die Story alleine bezogen ist, weil wir sind ja schon in Kapitel, also was heißt schon in Kapitel 7, aber uns fehlen jetzt noch 2 Elementarkerne, damit wir... Warte mal, sehr schön. Sie hatte ja gesagt, das Wasser ablassen. Das war sehr wortwörtlich gemeint. Zerstöre den 3. Elementkern. Okay. Humar her, Sheshu. Running away as usual. Doesn't surprise me at all. Was? Bitte was? Ist hier hinten irgendwas für mich? Ah, ein Irrlichtchen. Gerne. Ah, mir tut alles weh. Danke für deine Hilfe, kleine Hexe. Irrlicht. Dickschädel. Das muss nicht zwangsläufig mit Irrlicht sein. Dickschädel gibt Ziel. Lichtbüschelhain. Wie mache ich nochmal die große Übersichtsdings mit Y? Sag ja, uns fehlen echt nur noch Mistelgeäst. Eigentlich fehlt ja nur noch hier dann das Gebiet, oder bilde ich mir das ein? Hier vielleicht noch, aber ich glaube nicht, dass da... Ja, hier vielleicht auch noch. Ich glaube aber nicht, dass jetzt noch so viele neue Gebiete dazukommen. Zerstöre den Elementkern. Warum ist denn das jetzt auf einmal so wichtig? What a coward. You're destined to fail. Wie mies! Was greift mich denn jetzt schon wieder an? Ein neues Gigantenbassin. Ach, guck mal, Leute, dann wird das wohl das hier und das hier vorne wohl auch noch Gebiete sein. Vielleicht wird das unser Rückweg. Und ich nehme mal an, da wird das Finale dann sein. Da, wo ich mit der Katze die ganze Zeit so hergehe. Gut. Ein neues Turner-Nook. I give up already. You'll never change. That's not true. Nobody likes you. You really think you can become a great witch? Yeah, ich schon. Stop! Stop talking! Got a hold of yourself! Move! Growled the demon, trying to shake Ceresa from her stupor. Okay, jetzt muss ich doch beide steuern. Was ist das denn? Ey, geh weg von mir! Nein, 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 nein!
Weg von hier! Komm schon, Serenza! Serenza, Serenza! Ist alles gut, alles gut! Alter, was sind das? Geht weg! Ja, ja. Katze! Lasst mein Mädel in Ruhe! Ich sag ja, Cheshire ist sehr schnell zu. Nein, 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 nein! Nein, nein! Cheshire ist sehr schnell zu einem meiner liebsten Zeit. Nein! Nobody likes you. You really think you can become a great witch? Ja! Ich werde sogar die allergrößte Hexe werden. Give up already! You'll never change! Komm schon! Psst! Sorry, Sir! Wir haben es gleich zum Donnernook geschafft. Oh nein! Falsch, nein! Ah! Jetzt muss ich gucken, dass ich es schaffe. Okay. Komm, wir schaffen das. Wir schaffen das. Und rein mit uns. Es ist so faszinierend, einfach, dass sie wirklich irgendwann mal die mächtigste Hexe aller Zeiten wird und sie jetzt im Moment noch so unglaublich feige ist. Und wenn Teil 3 nicht bewiesen hat, also Teil 3 hat echt bewiesen, dass die wirklich die allermächtigste Hexe ist. Ich fand sogar eigentlich fast schon lächerlich, wie übermächtig man sie dargestellt hat. So im Vergleich zu den ersten beiden Teilen. You're scared, aren't you? Just go cry in the corner, you coward. Dann, Serenza, machen wir das doch mal. Das ist so. Nein, ich kann mich auch noch. Jetzt reicht's aber. Kann ich mich irgendwie einfangen? Ah, warte, Pflanze. Ich muss Pflanze werden. Was, Serenza? Ich kann mich nicht ändern. Komm zurück in den Modus hier. So, und jetzt können wir noch mal gucken. Danke. Ah. Weirder Kampf, ganz weirder Kampf, Leute. Mommy believed in me. Ein Faun, tödlicher Wächter. Gleich tödlich. Okay. Ich wette, dass ich die irgendwie, aua, fangen muss oder muss ich ihn direkt angehen?
bisschen chaotisch hier gerade, muss ich sagen. Oh, Hilfe! Es ist alles chaotisch. Alles chaotisch. Als Normal Cheshire hinkriegen. Und Cheshire hat nichts dazu zu sagen. Na gut, nehme ich hin. Oh, noch eins und wir haben noch ein Blümchen voll. Na denn. Ah ja, Hexenpuls, genau. Also wir haben heute den Jabberwock kennengelernt und welche die Illusion erschaffen können. Gut. Noch ein neues Gebiet. Ach ja, Jemine. Drachenfälle. Gigantenbassin. Okay. Komm her! Hier bin ich durchgegangen vorhin. Da war ja was. Wo bin ich aber denn hier? Gibt es hier irgendwas? Auf dem Wasser? Hm. Ich würde mich noch einmal kurz hier gerne umgucken. Gut, aber erreichen tue ich ja auch nicht viel. Ich sehe nichts. Ah, da ist der Wicht. Ich sehe das am besten, wenn ich mit dem Armband da lang gehe. Ich weiß, Zeit ist eigentlich schon rum, aber ich will noch einmal kurz gucken. Ein neuer Unterschlupf, nur für mich. Bep, 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 bep. So, wir haben... Aha. Okay. Das ist geschlossen. Hab ich das hier noch nicht? Doch, ich hab das, aber... Eine größere Tasche? Ja gut, nee. Okay. Okay. Naja. Okay. Und hier sind die Combo-Attacken. Dämonischer Hunger.
Finde ich gar nicht so schlecht, aber dafür brauche ich so eine Höllenfrucht. Das ist sehr ärgerlich. Ich brauche, glaube ich, für alles mittlerweile eine Höllenfrucht, oder? Nee, du dafür nicht. Ja, komm. Ich habe bei Cheshire einfach so viel. Jetzt auch nicht mehr, aber dadurch, dass ich halt keine Höllenfrucht habe. An die kommt man echt schwer dran. An die Höllenfrüchte im Vergleich zu den Sachen für Serasa. Na egal. Dann speichere ich hier jetzt auch nochmal. Ist das so? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Jetzt haben wir aber ganz schön viele Gebiete freigeschaltet. Aber wie gesagt, also Nintendo gibt mir da jetzt nicht so den gnadenlosen Wunsch, Backtracking zu betreiben, weil ich werde ja nicht dafür richtig belohnt, das zu machen. So, bei PlayStation kann ich immer noch behaupten, ich habe diesen guten Triumph einer Trophäe von PlayStation selbst. Klar, am Ende ist die genauso wertlos wie nichts, aber dennoch wird man in dem Moment kurz belohnt, wenn man das macht. Und auch Steam hat ja seine Achievements, die man sammeln kann. Ich glaube, die unterscheiden sich gar nicht so sehr von den Achievements, die man bei PlayStation bekommt, wenn es das gleiche Videospiel ist. Aber naja. Oder ich irre mich und es gibt sowas für Nintendo, ich habe es nur einfach nicht mitbekommen. Aber ich meine, dass ich weder im Bayonetta noch sonst wo irgendwie je ein Achievement für ein Nintendo-Spiel bekommen habe. Hier haben wir jetzt bis jetzt auch noch nichts bekommen. Finde ich ein bisschen schade. Naja, haut rein, ihr Lieben.